2:1 in Schalke und er verlor Milewski und Rubic. Zur gleichen Stunde spielten die Bayern groß auf im Olympiastadion gegen den MSV Duisburg. Der deutsche Meister hatte eine englische Woche hinter sich. Zuerst 3:1 in Bochum, das war nach vielen Monaten wieder einmal ein Auswärtssieg. Dann das 0:0 im Europacup-Halbfinale in Liverpool mit einer großartigen Leistung. Und dann ein klarer Sieg gegen Duisburg, obwohl Bernhard Dietz die Gäste mit 1:0 in Front brachte. Aber das Bayern-Spiel lief großartig. Breiten auf Rummenigge und das erste Tor von Karl-Heinz Rummenigge in diesem Spiel. Das erste von insgesamt 4. Zitat des Nationalspielers: Wenn die Ärmel meiner Trikots kürzer werden, dann werde ich auch besser. Das unterstrich er in diesem Spiel wie kaum sonst einmal. 20.000 Zuschauer im Olympiastadion waren allerbester Stimmung. Und schauen Sie, was Rummenigge mit Fenton seinem Gegenspieler machte. Der war in der Tat schwindelig nach den 90 Minuten. Die Bayern so offensiv wie nie zuvor in diesem Spiel. Delhaye, Hoeneß, Rummenigge, Jansson, nur 2 Mittelfeldspieler. Und es lohnte sich. Der 2. Treffer von Rummenigge in der 32. Spielminute. Karl Czerner war gezwungen zu dieser offensiven Einstellung, denn es fehlten Dürnberger und Niedermeyer, die beiden Mittelfeldspieler, wegen Verletzung. Und so musste er einfach auf Offensive umstellen und es lohnte sich. Zur Halbzeit 2:1 und dann noch zweimal Karl-Heinz Rummenigge. Hier das erste Mal gegen Heinze und 6 Minuten später dann sein 4. Treffer. 4 Tore in einem Bundesligaspiel, das hat es auch für Rummenigge bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben. Und er holte in der Torschützenliste Zug um Zug auf. Burks Müller, der Dortmunder, lag zwar mit 26 Treffern noch klar vorne, aber Rummenigge überholte an diesem Spieltag Rubisch und Alofs und lag mit 21 Toren jetzt auf Platz 2. Für Hoeneß kam ein junger Mann, nämlich Matti, 19 Jahre alt. Er deutete sein großes Talent an und er schoss auch den 5. Treffer zum 5:1-Sieg in diesem Spiel für den FC Bayern. Die Bayern waren zum ersten Mal wieder Tabellenführer. Als schon alles verloren schien in Hamburg, da konnte die Mannschaft am 28. Spieltag diese 3 Punkte Rückstand wieder aufholen und lag an der Tabellenspitze. Hier ganz deutlich zu sehen.